Hi Leute! Heute wollte ich euch mal zeigen, wie man so einen kleinen Miniaturgarten selber macht. Und zwar ganz schnell und einfach. Man hat den dann schön zur Dekoration auf dem Balkon oder auch im Garten stehen. Und natürlich hat man dann immer Kräuter zur Verfügung, die man auch braucht. Also, los geht's! Ihr braucht dazu eine leere Holzkiste, einen Müllsack, der stabil ist, Kräuterpflanzen, Schaschlikspieße, eine Schere, Erde natürlich, Kressesamen, ein paar flache Steine und Draht. Als erstes schnappt ihr euch den Müllsack und bedeckt den ganzen Innenraum der Kiste damit. Anschließend füllt ihr die Erde in die Kiste. Es gibt hin und wieder mal Erdklumpen in der Packung, welche einfach mit der Hand zerbröselt und in der Kiste verteilt. Schneidet nun die überstehende Folie ab und versteckt die Ränder unter der Erde. Also stopft sie einfach ein Stück weit rein. Nun kommen die Pflanzen zum Einsatz. Macht ein Loch an der Stelle, die euch gefällt, und pflanzt nach und nach die Kräuter. Lasst aber eine größere Stelle frei. Das seht ihr nachher warum. Sitzen alle Kräuter an ihrem Platz, könnt ihr sie mit Schaschlikspießen und Draht stabilisieren. Dazu steckt ihr 4 Spieße um eine der Pflanzen in die Erde und wickelt vorsichtig und nicht zu eng den Draht um die Spieße, sodass schließlich ein Ring aus Draht um die Pflanze entsteht. Somit bekommt die ganze Pflanze mehr Halt. Nun nehmt ihr die Steine zur Hand und legt sie auf die freie Fläche und bildet einen Weg. Zu guter Letzt greift ihr euch die Kressesamen und streut sie in die Zwischenräume der Steine. Passt aber dabei auf, dass ihr nicht zu viel nehmt, weil sonst wuchert das Ganze zu arg. Jetzt heißt es eigentlich nur noch gießen und schön Sonne auf die Pflanzen, sodass sie schön gedeihen können und sprießen können. Ich hoffe, euch hat das DIY gefallen. Lasst doch einen Daumen dann nach oben da. Ich würde mich sehr freuen dafür. Und immer positiv denken. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao!